So. Hallo liebe Sturmfans. So. Du kannst nicht mit so anfangen. Du musst ein bisschen. Dann zeig mir mal, du hast doch das schon mit dir erfahren. Also, zeig mir mal bitte, wie man sich vorstellt. Wie stellt man sich vor? Die Haltung ist schon mal besser, wenn du dich so hinsetzt und dann einfach ganz nett und dann deinen Namen. Aber so wie er richtig ausgesprochen wird. Weil das ist ja schon das Schwierigste eigentlich. An dir ist schon der Name eigentlich. Dann geht doch mal los. Ich bin sehr gespannt. Nein, aber jetzt, ich halte mich zurück. Traurig. Nee, klar, nein, mach, ja. Ich bin jetzt einfach ganz ruhig. Aber sehr verschränkt. Würde ich du bist jetzt sehr. So, ja, viel offener. Liebe Sturmfans, mein Name ist Jeroen Engelsmann. Übrigens. und ich bin jetzt zu Gast hier beim Sturm und spiele die Rolle Ragnar Sigurdsson, der aus Island kommt und am Fürstenhof einen Imagefilm über seine E-Bikes drehen möchte. Und da trifft er auf seine altbekannte, sehr freundliche Tina. Und das wird eine Gaudi, das Zusammentreffen, die wir uns beiden. Bayerisch auch schon. Eine Gaudi, weil ich bin schon ganz assimiliert hier. Ich bin schon ganz angekommen, du merkst schon. Ne? Das stimmt. Ja, weil die Rolle ist ja auch in Bichelheim groß geworden. Wir sind zusammen zur Schule gegangen. Und wie man am Anfang vielleicht erkannt hat, waren wir uns nicht ganz grün. Wir sind uns auch sonst nicht immer einig. Die Übergänge sind fließend, möchte man sagen. Aber damit ihr Jeroen vielleicht ein bisschen besser kennenlernt, haben wir uns in auch stundenlanger Vorbereitung für jeden drei Fragen wissen nicht, was der andere für Fragen stellt. Und, ja, leg mal los. Ich selbstverständlich. Okay. Vielleicht um die Rolle ein bisschen, ist mir die Frage eingefallen, was ist bis jetzt der typischste Satz für Ragnar? Oder der, der dir so als erstes aufploppt oder der so immer wiederkehrend da ist? Mhm. Da gibt es einige anscheinend. Fisch einfach einen Rock. Ja, nein. Grundsätzlich, einer, der sehr oft vorkommt, nicht in unserem Zusammenspiel, aber immer mit anderen, ist... Du spielst auch noch mit anderen? Ist doch tatsächlich, Tina ist eine tolle Frau. Nein. Ohne Spaß. Der kommt irgendwie alle. Na gut. Ja. Und weiter. Und kommt dir schwer über die Lippen? Oder? Oder ich muss mich da innerlich ein bisschen drauf vorbereiten, ehrlich gesagt. Nein. Okay. Nein, natürlich nicht. Sag mal, was sind so die ersten drei Dinge, die dir einfallen, wenn du das Wort Island hörst? Elfen. Ach so, ja. Vulkane und Hrafnafjörður. Das ist übrigens der Ort, wo du wohnst. Den musste ich hier sehr oft schon sagen und das ist tatsächlich das erste Mal. Elfen, das wird eine ganz tolle Geschichte, das gab ich schon voran. Damit hat das was zu tun. Und Vulkane, weil ich auch mal in einem Text gesagt habe, dass es sehr, sehr schöne Vulkane gibt in Island. Ja. Schön. Was war das Schlimmste, was du je in der Schule angestellt hast? Ich bin im Unterricht, während des Unterrichts, aus dem Fenster gestiegen, während der Unterricht lief und war weg. Das hatte auch schöne Konsequenzen. Ah nein, was viel Besseres, fällt mir jetzt gerade ein. Wir haben Physikunterricht gehabt und haben den Flaschenzug durchgenommen. Der Lehrer hat sich bereit erklärt, ja, er setzt sich auf den Stuhl. Wir sollen doch mal ausprobieren, wie das so funktioniert mit dem Flaschenzug. Wir haben ihn hochgezogen. Wir haben ihn hochgezogen, festgebunden und sind alle raus. Den Lehrer hochgebunden. Aber ich habe noch Stühle umgekehrt unten hingestellt, sodass er nicht runter. Das waren schon, aber das waren so die, es war so halb lustig und halb auch, fand es dann irgendwann nicht mehr lustig. Aber ich glaube, er fand es am Anfang noch. Er fand es nicht lustig, an den Flaschen so hochgebunden zu werden, das überrascht mich. Naja, am Anfang fand er schon lustig. Das ist ja, ich meine, das ist ja sozusagen das Vorzeigen dieses Flaschenzugs. Das waren so die zwei Dinge. Okay. Was ist deine Lieblingsabkürzung meines Namens von Ragnar? von Ragnar? Ja. Oder von Jeroen? Nein, von Ragnar. Von Ragnar. Aber wir können, wir nehmen mal beide Varianten. Nein, von Ragnar ist es, glaube ich, Raggi. Tatsächlich. Raggi. Raggi könnte man auch sagen, aber Raggi. Raggi. Für Jeroen gibt es noch keine eigentlich. Nee. Der ist schon so kurz und prägnant. Existiert nicht. Existiert. Ich glaube, es wäre dir auch nicht recht, wenn ich mir jetzt einen ausdenke. Geht so. Geht so. und die letzte Frage, was war dein letzter richtiger Lachkrampf und warum?
Mein letzter richtiger Lachkrampf. Heute Morgen. Eigentlich jederzeit beim Drehen. Nein, doch heute Morgen, als uns unsere Füße hingebogen wurden. Oh ja, in der damit Szene. Damit wir in der Szene füßeln können. Das war doch wie eine etwas sehr seltsame Situation, muss ich sagen. Das stimmt. Das wäre auch mein letzter Lachkrampf gewesen. Und umgekehrt, was war denn die größte, wir hatten jetzt eine kleine Drehpause, was war denn die größte Herausforderung in den ersten 5 Wochen Dreh, die wir zusammen erleben durften für dich? Boah, da gab es einige, aber ich glaube, ich bin sehr leicht lachkrampfempfindlich und ich glaube, das Krasseste, das glaub, das krasseste ganz war dieser Elfenzauber. Der Elfenzauber. Macht euch was gefasst. Also es wird sehr lustig. Es wird sehr schön. Ja, so viel zu mir. Ragnar Sigurdsson kommt für ein paar Wochen an den Fürstenhof und